Ich begrüße euch bei den Shop News hier in Nordrhein-Westfalen. Total recht herzlich willkommen. Ich weiß, dass ich meine Gegner habe. Ich weiß, dass ich meine Merkwürdigen um mich herum habe. Es ist halt so. So, der Force Day ist vorbei. Es war ein toller Force Day, muss ich einfach sagen. Der fing schon super guten Morgen an. Der 4.5. wird somit nicht vergessen. Abends Disney Plus. Hat man sich das angesehen? Nun, er war nicht dabei, ist klar. Aber es waren Klonkrieger und etc. Es war Order 66 und so weiter. So, leider habe ich auch traurige Nachrichten für mich, nicht für euch, aber ich erwähne sie. Es sind doch einige an dieser Verimpfung verstorben. Ich habe auch gerade nachgelesen, dass auch andere Fälle zu beklagen sind. So, nicht jeder verträgt diese Impfe und so richtig ausgewogen ist die Impfung leider auch nicht. Es waren vorerkrankte Menschen, das ist richtig, sie hatten auch ihr Alter. Und sie haben leider diese Impfung nicht verkraftet. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich bin ja genesen, ich habe das hinter mir. Keine Ahnung, fand ich nicht lustig, das ist richtig. Aber es ging an sich ziemlich schnell und nach 4 Wochen war man ja wieder da. Ihr kennt die Geschichte, ich war einer der ersten mit Patienten, wo die ganzen Crewmitglieder und Ärzte-Teams gar nicht wussten, was auf sie zukam. Jetzt weiß es ja jeder. Mein Hausarzt verimpft heute wieder, denn heute ist Mittwoch, der 5.5.2021 und er hat heute wieder Impftag. So, schade ist, wie gesagt, dass nicht jeder das verträgt, was da. Schade ist, dass wir jetzt zwiegespalten sind, geimpft, nicht geimpft. Schade ist, dass wir in diesen 16 Bundesländern Damen und Herren haben, die die Macht missbrauchen. Somit sehe ich das schon, dass wir in einer Art Star Wars sind. In einer Art Star Trek sind wir nicht. Ja, also Föderalstaat, so nennt man uns. Wir sind ein Föderalstaat, aber wir haben keinen Föderalismus auf diese Art. Wir haben wirklich totalen, herrscherischen, aggressiven, nicht humanen Kapitalismus. So. Die, die gar nichts haben, sind natürlich rau, das ist klar. Die aber gar nichts haben, haben ja auch nichts dafür getan, um etwas haben zu können. Was ich aber jetzt verstehe, weil ich jetzt schon wieder Menschen verloren habe, die freudig sich geimpft haben und dann doch erkranken und bei der zweiten Impfung ging es denen dann gar nicht mehr gut. Es ist halt so. So. Ich gedenke all meinen Kunden, die leider dadurch nicht mehr erscheinen. Ich gedenke allen Kunden, die jetzt vor dieser Entscheidung stehen, ja oder nein. Worauf wir wirklich tatsächlich reagieren, weiß ich nicht. Es gibt ja genügend Impfstoffe. Man sollte vorher nicht lesen, weil es beunruhigt. Nicht lesen. Wer sich entschlossen hat, geimpft zu werden, okay. Wer sich entschlossen hat, nicht zu impfen, das ist auch okay. So muss das funktionieren und nicht anders. So. Wenn man natürlich dazu gehört, wie meiner einer auch, der zu der Welt gehört, die etwas anbieten und dieses Angebot dann auch honoriert bekommt und dann natürlich vom Staat aus regelrecht angegriffen werden. Der Staat greift ja an, sonst niemand. Ja? Keiner kann hier wirklich tatsächlich frei leben. Das würde er nur, wenn es diesen Staat, diese Art von Staat nicht geben würde. Die Würde eines Menschen ist zwar unantastbar, aber sie wird weggebügelt. Der Respekt Menschen gegenüber ist verloren gegangen. Wenn man sich das ansieht, wie 1933 das Ganze in Szene gesetzt wurde, kann man jetzt sagen, im Jahre 2021 spiegelbildlich auch eingesetzt wird, zwar noch nicht so hart wie 1933,
sondern elektronisch machbar. Ja? Ja, totale Kontrolle und das und dies. Aber das Schlimme an der gesamten Geschichte ist und bleibt das Verhalten der Menschen, Mensch gegen Mensch. Ja? Menschen fragen, sind sie schon geimpft? Sind sie schon genesen? Ja? Und wenn du sagst, weder noch, dann sieht man richtig, wie die im Schritt zurückgehen, ja? Und dich wie einen Aussätzigen sehen. An alle Aussätzigen, die sich haben nicht impfen lassen. An alle Aussätzigen, die auch sich nicht impfen lassen wollen. Ich habe ja gestern genügend hier gehabt, die sagen, wir wandern dann halt aus. Die Frage muss jetzt lauten und dann noch öffentlich, wohin wollt ihr denn auswandern? Ja. Also, ich begrüße euch total recht herzlich. Leider habe ich auch gute Kunden daran jetzt verloren. Ob es wirklich tatsächlich Corona war, weiß ich nicht. Jedenfalls sage ich es so, die chemischen Reaktionen im Körper, die biochemischen Reaktionen im Körper ab einem gewissen Alter kommen rascher. Die Angstzustände kommen häufiger. Die Überlegungen weitermachen, nicht weitermachen, erscheinen auch. Also sagen wir mal so, Corona ist so eine Art, überprüfe dich, ob du wirklich noch möchtest an diesem System teilhaben oder möchtest du dich entkoppeln und ein neues System hochfahren. So, ich habe mir alles angehört, ich habe mir die Covid-19-Gegner, die Covid-19-Befürworter und natürlich die Presse, die Lügenpresse. Ja. Am 4.5. feierten wir den freien Journalismus, den sogenannten Fourth Day für Star Wars Freunde. Nur was sich heute am 5.5. Danach sich zeichnet, das ist natürlich eine Frage, die sich jeder stellen soll. Jeder soll sich stellen, eine Frage, ob er wirklich so weitermachen möchte, wie er weitermacht, ob er es verändern möchte, das Ganze, und wie möchte er es verändern. So, YouTube ist geschrubbt worden, Facebook ist geschrubbt worden. Wenn ihr mal genau hinschaut, bekommt ihr nur das zu sehen, was diese Damen und Herren euch sichtbar machen. So, und deswegen versuche ich natürlich auch ganz andere Geschichten zu machen, damit ihr was zu sehen habt, daran vielleicht auch Freude habt, es sehen zu wollen, weil, dass der hier quatschen kann, wisst ihr ja mittlerweile. So, ich gehe jetzt wieder ans Telefon und begrüße meine Kunden.